von Robin Alexander, Abidjanstand 1652 Uhr, Lesedauer 6 Minuten beim Gastgeber Bundeskanzlerin Merkel trifft den Präsidenten der Elfenbeinküste, Anlass Senja Attara quellet par Michael Kappeler, 36 Stunden Weltpolitik, Halschpause vom Durcheinander in Berlin, die Kanzlerin sucht auf dem Neu-Afrika-Gipfel in der Elfenbeinküste Lösungen für die Flüchtlingskrise, an einem heiklen Thema kommt sie nicht vorbei, das Flüchtlingsthema spielt in Jedem der zahlreichen bilateralen Gespräche Angela Merkels mit afrikanischen Staatschefs seiner Rolle. Direkt anschließend arbeitet Merkels neuaußenpolitischer Chefberater Jan Hecker, der rein Fachmann für Migration ist, das von den Chefs angesprochene mit deren Mitarbeiter nach legale Migration, also Studien- und Ausbildungsplätze, werden in Aussicht gestellt, falls die Afrikaner bei der Eindämmung der illegalen Migration kooperieren. Da stunden viele Behörden der hier versammelten Staatschefs allerdings nicht, Urheberrecht Welten 24 GmbH, alle Rechte vorbehalten. Seit dem Schock der Flüchtlingskrise denken wirren das über den Kontinent nach. Jetzt geht es um eine rationale Analyse. Die Europäische Union setzt auf einen konsequenten Grenzschutz, doch das allein reicht nicht aus. Mahamadou Issoufou, der Präsident Nigers, sagt, dass Afrika jährlich 600 Milliarden Dollar Hilfsgelder brauche. Davon würden auch entwickelte Länder profitieren, denn Armut sei eine Ursache für Terror und Migration. Diese Woche beraten die Europäer über die Bekämpfung von Fluchtursachen in Afrika. Frankreichs Präsident hat dafür einen Berater, den er noch aus Studienzeiten kennt und dessen Biografie eine mysteriöse Lücke aufweist. Seit der Flüchtlingskrise hat Entwicklungshilfe plötzlich einen höheren Stellenwert für viele Deutsche. Ein Drittel fordert mehr Geld für Afrika. Doch es ist nicht Selbstlosigkeit, die das Umdenken bewirkt. EU-Kommissionschef Juncker hat die EU-Staaten aufgefordert, die zugesagten Finanzhilfen für Afrika auch in vollem Umfang zu leisten. Jeder Euro sei wichtig zur Bekämpfung von Fluchtursachen. Afrika-Experte Rainer Thiele sagt, dass noch mehr Menschen nach Europa auswandern werden, wenn sie diese steilteure Reise leisten können, und erklärt, was getan werden muss, um die Fluchtursachen zu bekämpfen.